Nächster Redner ist Christian Hafenecker von der FPÖ. Danke, Herr Präsident. Hohes Haus. Ich beziehe mich in meiner Wortmeldung auf die Petition mit der Nummer 94, Einsatz der Bundesregierung gegen die Einführung einer diskriminierenden Pkw-Maut in Deutschland. Diese Petition ist eingebracht worden vom Herrn Kollegen Heinzl. Und ich bin ehrlich gesagt auch überrascht darüber, warum der Kollege Heinzl im Petitionsausschuss so eine Petition einbringt und nicht gleich einen Antrag stellt im Verkehrsausschuss, wo er auch Obmann ist. Also es wundert mich und stellen sich für mich auch jetzt zwei Fragen, weil der Endeffekt ist jetzt übrigens, dass wir es an den Verkehrsausschuss weiterverweisen. Also der Herr Kollege Heinzl macht eine Petition, die er sich selbst dann zuweisen lässt von seinen Kollegen. Gut, sind wir mal so weit. Ich frage mich jetzt nur, warum hat er diese Vorgehensweise gewählt? Und es gibt für mich zwei Antwortmöglichkeiten. Also entweder hat er keinen Zugang zum Herrn Minister, dass er das Parlament also braucht, dass wir ihm da bei der Kontaktaufnahme mit dem Herrn Minister unterstützen, ist eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, er ist mit der Arbeit und mit der Performance vom Herrn Bundesminister nicht zufrieden und lässt ihn durch den Petitionsausschuss auffordern. Das kann auch sein. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass es sich vermutlich um eine schiefgegangene PR-Aktion vom Kollegen Heinzl handelt. Gut, wir diskutieren jetzt drüber und ich bedanke mich trotzdem beim Kollegen Heinzl, hier ein paar Worte dazu verlieren zu können. Es stellt sich für mich einmal die erste Frage, warum strebt man eigentlich ein Vertragsverletzungsverfahren mit der EU an, wenn Deutschland beschließt, eine Straßenmaut einzuheben? Ich glaube, das ist immer noch Angelegenheit der Kollegen in Deutschland, dieses gesetzlich vorzusehen. Und wenn man im Sinne der österreichischen Grenzbevölkerung positive Ergebnisse erzielen möchte, dann würde ich den Weg wählen, direkt mit dem deutschen Verkehrsminister zu verhandeln und dort eine entsprechende Übergangslösung für die österreichischen Grenzräume zu finden. Da braucht man, glaube ich, nicht nach Brüssel und Sudan gehen. Das hätte den Effekt, dass wir kein langwieriges Verfahren auf uns zukommen haben hätten. Das hätte den Vorteil, dass es eben keinen Rechtsstreit gibt und vor allem, dass es keine Belastung der Beziehungen gibt, die ja aufgrund dieser Sache evident sind. Ja, diese Petition ist von 211 Personen unterstützt worden und mein Appell an die SPÖ und auch an die 211 Personen, die das unterstützt haben, man könnte als österreichischer Verkehrsminister diese Personen wesentlich besser unterstützen, wenn man drei Sachen macht und das ginge sehr schnell und rasch. Man bräuchte nur die Kfz-Steuer senken, man müsste nur über diese unzählige Nova nachdenken und die wieder ausfallen lassen und, Herr Kollege Heinzl, man könnte auch in Österreich die Vignette billiger machen. Das wäre ein Ansatz, den könnten Sie sofort liefern, wird aber nicht gemacht. Was macht die Regierung im Gegensatz dazu, Herr Kollege Heinzl? Sie denken über die Erhöhung der Dieselpreise nach und deswegen ist Ihr Doppelspiel sofort durchschaut worden. Doppelmoral, Kollege Heinzl, diese Aktion ist kräftig misslungen. Christian Hafenecker von der FPÖ bezieht sich auf die Petition Pkw-Maut in Deutschland. Ein Antrag wäre sinnvoller als eine Petition, so Hafenecker.